Nova Maloch ist ein Naturtalent mit Hammer und Amboss. Er hat meine Rüstung meisterlich repariert. Freu dich, kauf einen Cola-Keks. Und beiß die Ecken ab. Wo muss ich denn hin? Ach da. Was? Viel zu weit zum Laufen. Dann gucken wir mal jetzt weiter. Was wir jetzt noch hier machen können. Was ist das hier? Hobbithöhlen? Was macht ihr hier? Solltet ihr Meister Nelod nicht beim Reparieren des Turms helfen? Funktioniert diese Beschwörung nicht? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich versuche diesen Aschenwächterzauber hinzubekommen. Nun muss ich mich konzentrieren. Und solltet ihr euch nicht eigentlich um die Schäden am Turm kümmern? Meister Nelod hat Elinea damit beauftragt, den Turm zu reparieren. Warum macht ihr das nicht im Labor, wo es für uns alle sicherer wäre? Das Labor ist zu klein. Außerdem benötige ich den Aschenbrunnen. Meister Nelod weiß, was ich mache. Aber es bringt nichts, ihn deswegen zu stellen. Ja, komm. Ein Zauberlehrling. Wird ja eine tolle Hilfe sein. Was? Okay. Auch mal was anderes. Ihr schon wieder. Hab ich euch nicht in Rabenfels gesehen? Nö. Ihr sprecht von den Bänden voll mit esoterischem Wissen, die der alte Hermaeus Mörer überall in der Welt verteilt hat. Besteht da irgendein Zusammenhang mit eurer Suche nach Mirarak? Gefunden? Ja. Und gelesen sicher auch, oder? Streitet es nicht ab. Ich kann es in euren Augen sehen. Auch gefährliches Wissen ist Wissen und damit nützlich. Meiner Erfahrung nach ist es sogar oft die nützlichste Wissensart. Das ist ein sehr gefährlicher Pfad. Hermaeus Mora macht einem keine Geschenke. Oder es könnte euch wie Mirarak ergehen. Dann hätten wir zwei machtgierige Drachenblute. Könnte sehr interessant sein. Oh ja, sie sind nicht schwer zu finden, wenn man erst einmal weiß, wie man danach suchen muss. Ich habe hier eins, das ich benutzt habe, um weitere zu finden. Ich war nicht untätig, während dieser faszinierende Wahnsinn Solstheim erfasst hat. Aber mein Buch ist nicht das, wonach ihr sucht. Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen Zusammenhang mit diesem Mirarak gibt. Aber dafür weiß ich, wo ein schwarzes Buch zu finden ist, das euch helfen kann. So ist es. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, eins zu bekommen. Vielleicht können wir ja gemeinsam die Geheimnisse der Dwemer entschlüsseln. Verbotenes Wissen war eine Art Spezialität der Zwerge, nicht wahr? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, sie könnten so einfach widerstehen. Die alten Dwemer scheinen dieses Buch entdeckt und studiert zu haben. Ich habe in den Ruinen von En'Jardak ihren Leseraum gefunden. Das Buch befindet sich dort in einer Art Schutzvitrine, die ich bislang nicht öffnen konnte. Aber vielleicht können wir uns das Buch ja zusammenholen. Dann auf nach En'Jardak. Folgt mir! Und morgen, Micha. Alle Diotömer. Und noch alles Gute nachträglich, ne? Hm.
Ist auch mal eine Art Fahrstuhl. Oh Gott. Ist er wieder so weit? Vielleicht steht etwas im Buch. Bei dir alles klar, immer. Alle Idiot. Alles im Grün. Ach komm, das ist mit. Wie weit ist denn das? Lohnt sich nie. Ey, Dicker, wie lange machst du heute? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Was heißt hier dick? Ein Schleicher. Zwei Schläuche. Los, runter! Na toll, das juckt ihm gar nicht. Ach du Scheiße, Strömung. Oh, der Schrei juckt ihm nicht. Und dann brauchen wir einen anderen. Kann ich ja den nutzen. Ist ja ekelhaft. Das ist nicht gut, was du machst. So an sich ist ja die Keule nicht schlecht, aber ein bisschen langsam. Ein bisschen sehr langsam. Bleib ich lieber bei den Schwertern, ganz ehrlich, das ist mir zu langsam, das Ding. Oh, das war das Verkehrte. Lass was lieber dabei, da kann ich schneller angreifen. Und die Steine hier sind wieder fast alle. Oder die Schwerter, besser gesagt, sind wieder fast leer. So, dann gucken wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Eine Ruhrduck. Alter, die Namen, ne? Wer ist da? Ich gehe hier ganz. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Wer sagt denn, dass ich mich verlaufen habe? Der hat einen Tipp behauptet. Das ist ja fett die Lüge. Oh, scheiß Banditen, ey. Auf den Kopf, mein Junge. Wer soll sich denn hier zurechtfinden? Wie leben die denn hier? Was hast denn du überhaupt? Ein Bier. Hilft mir ja hier sehr viel weiter, das Bier. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Wer sagt, dass ich das mache? Hat doch niemand behauptet. Hör mal auf, sowas zu erzählen hier. Ja. Machst du dicke Hose jetzt hier, oder was? Nö. Gehst du auf den Piss? Was willst du? Oh, du hast Dietrich dabei. Das finde ich gut. Was habt ihr, Knalltüten? Dietrich, 250 Gold.
schöne Rüstung hatte, aber ich bin auf leichte. Hier, deine Pfeile nehme ich gern mit. Dein Wein kannst bald überlegen. Wir wussten, wie man für die Ewigkeit baut. Diese Türme haben ihre Erbauer um Jahrtausende überlebt. Das Buch befindet sich in dieser Kuppel. Ich muss uns die Tür aufschließen. Also los. Diese Kontrollsockel scheinen es den Dwemern von Injardak sehr angetan zu haben. Zum Glück habe ich bei meinem letzten Besuch einen passenden Würfel gefunden. Als ich ging, habe ich diese Tür versiegelt, um ungebildetes Gesindel fernzuhalten. Lasst sie mich öffnen. Quatsch nicht, mach. Das Buch ist gleich darinnen. Im Lesezimmer, ja. Wo soll denn so ein Buch sonst sein? Dieses zwergische Zeug, ne? Das finde ich hier. Es bringt nichts, glaubt mir. Keine Magie dieser Welt ist dazu imstande. Wäre dem so, hätte ich das Buch schon in meinen Händen. Nein, wir werden den schwierigen Weg gehen müssen. Wenn wir die Dampfzufuhr zu diesem Raum wiederherstellen, kann ich die Vitrine ganz sicher öffnen. Ihr werdet sehen, das ist leichter gesagt als getan. Zu den Kesseln geht es hier lang. Woher wisst ihr das überhaupt? Folgt mir. Ja, das kann ja jetzt lustig werden. Diese Zwergenruinen waren eh immer nie so gerade so toll. Da ging ihnen diese Fall mehr ewig auf den Sack. Oder die Centurios oder was auch immer. Treibt sich hier überall immer so was rum. Enchardak, die Stadt der 100 Türme. Früher gab es dort das größte der großen Dwemer-Archive und vielleicht sogar das fortschrittlichste. Und in alten Geschichten heißt es, dass die Dwemer die Stadt bei Eroberungsversuchen der Nord im Meer versinken ließen, bis die Eindringlinge aufgaben. Das bezweifle ich. Aber die Stadt war ein Wunderwerk dwemerscher Ingenieurkunst. Und nun seht sie euch an. Der größte Teil der unteren Stadtebene ist offensichtlich überschwemmt. Die Lage ist aber nicht aussichtslos. Die alten Pumpen der Dwemer scheinen noch zu funktionieren. Schaut! Die Pumpen arbeiten nur, wenn sich ein Würfel im Sockel befindet. Und leider habe ich nur einen Würfel. Diese vier Kessel versorgen den oberen Raum mit Dampf. Sie sind abgeschaltet, reagieren aber immer noch auf die Kontrollwürfel. Wenn wir vier weitere Würfel finden, können wir diese Kessel wieder in Gang bringen und die Dampfzufuhr zum oberen Raum wiederherstellen. Dann sollte ich die Schutzvitrine des Buches öffnen können. Würfel wurden wohl in die unteren Ebenen gebracht. Vielleicht sollten damit vor der Aufgabe der Stadt die Fugen zurückgehalten werden. Interessant. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt während der ersten Katastrophe des Roten Berges versank. Oder dass die Diener der Dwemer versuchten, die Stadt auch noch nach dem Verschwinden ihrer Erbauer zu erhalten. Drei dieser Würfel sind hinter diesem Durchgang. Am besten fangt ihr dort mit eurer Suche an. Ihr braucht einen Würfel, um diese Tür zu öffnen. Ich hoffe, ihr habt daran gedacht, den Würfel mitzunehmen, den ich in den Sockel gesteckt hatte. Ist das jetzt so ein neues Würfelspiel, ja?
Alter! Die übrigen Würfel lassen sich auch so leicht finden. So wie ich die Dwemer kenne, glaube ich das aber kaum. Hab ich mich verjagt, ey. Dies müssen die großen Werkstätten von Enjardak sein. Selbst in diesem Zustand noch beeindruckend. In der Blütezeit der Stadt wurde hier an nur einem Tag ein kompletter Maschinenkrieger montiert. Ein großer Teil der Dwemer-Armee, die in der Schlacht am Roten Berg gekämpft hat, muss von mir stammen. Bist du jetzt der Reiseführer oder was? Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir wohl den Wasserpegel senken. Jetzt sehen wir ja, ob wir einen Weg zu diesem nächsten Dorf finden. Kommt sofort heraus! Der labert zwar viel, aber hat's. Der hat's drauf. Boah, hier so ein Centurio. Oh, wenn die ihn angreifen, die gehen ihn so auf den Piss. Ich hol mir mal nasse Füße und setz mich hin. Bin alt. Wo hat die jetzt den Ding? Was sagt ich grad? Oh, Dedra-Pfeile. Die nehme ich mit. Okay, der steht nicht auf. Aber man weiß es ja nie. Kann er noch tragen. Ja, was ist denn jetzt hier nun? Da ist ein Würfelspiel. Okay. Stecke das Ding mal da rein. Mann. Lass mich doch nicht schubsen. Moin. Hier mit Seelenfalle. Ja gut. Habe ich aber schon deutlich. Ist das so komisches Licht? Ja,
Jetzt, wenn ich die Schwerter wegstecke, kommt bestimmt was angedammelt. Das weiß ich doch. Leider schaltet jeder Würfel, den wir herausnehmen, die entsprechende Waffe an. Mann, immer diese Störung. Der läuft hier einfach mal so im Wasser lang, als ob du stehst. Wieder so ein hässlicher Centurio hier. Oh, der ist inaktiv anscheinend. Lass du mich mal bitte aus dem Wasser raus. Komisches Würfelspiel hier. Wo muss ich das aktivieren, damit die Brücke runtergeht? Anscheinend hier noch gar nicht. Ich hab keine Ahnung. In die große Halle wollen wir jetzt nicht. Okay, der aktiviert Fallen. Finde ich jetzt nicht so gut. Überall diese Centurios. Mal sehen, wo das hier hinführt. Nichts Gutes, denke ich mal, weil ich traue diesen Zwergendingern hier sowieso nie. Na, Centurio, bleib mal schön abgeschellt. Ich mag dich nicht. Was bist du? Zwergenball ist du. Und du kommst ja schnell zur Hilfe. Das Reaktion von dem, ey. Krass. Ja, war ja klar. Toll, im Wasser kann ich nichts machen. Mal aus verzahnigen Fingern. Dafür werdet ihr büßen. Dinger richtig ausholen können. Lieber gleich platt machen. Nach meiner Zählung haben wir insgesamt 4 Würfel gefunden. Vorausgesetzt, ihr habt nicht doch irgendwo einen verloren. Wollte ich doch niemals machen. Für wie tollpatschig hält der mich denn? Ja, da
Das ist ja eine Unverschämtheit hier. Ja, weil ich den Dreck mache. Die ruht sich auf meinen Lorbeeren aus, ey. Ach Mensch. Ich finde das absolut Unverschämtheit. Das ist eine Maschine, du hast hier keine Seele. Och. Im Aquädukt. Ja, bin ich mal gespannt. Da liegen noch die anderen Steine. Das muss ich mal kurz ignorieren da oben. Ich hoffe, wir müssen seinetwegen nicht wieder in diesem Dreck herumschwimmen. Dort oben lässt sich wohl die Pumpe aktivieren. Aber wie nur herankommen? Wir müssen diese drei Brücken herablassen, um zur Pumpensteuerung zu gelangen. Nun, och. Das ist schon ein gewisser Fortschritt. Aber wenn wir zur Pumpensteuerung gelangen wollen, müssen alle drei deaktiviert sein. Deaktiviert oder aktiviert? Was hat der gerade gesagt? So eine Spiele hasse ich ja. Das ist es. Fasst jetzt nichts mehr an. Schnell! Komm Och, nee. Meine Herren, ey. Drauf. Das muss man dem ja mal zugestehen. Und da weiß, wo es lang geht. Was für eine Sauerei. Ich habe es langsam satt, immer nur durch diesen Dreck zu warten. Der feine Herr. Macht sie in sein feines Hemd. Ich habe eine Idee. Ich warte hier und hole dich zurück, sobald ihr den letzten gefunden habt, der uns noch fehlt. Viel Glück. Ach, jetzt hat der feine Herr keine Lust mehr mitzukommen, oder was? Was ist das für ein Arsch?
Möchte der feine Herr aber jetzt wohl nicht. Au. Und wir machen uns auf den Weg. Vorsicht! Da beide Pumpen abgeschaltet sind, steigt das Wasser jetzt noch höher. Jetzt muss er doch wieder durch die Matschepampe. Idiot. Der feine Herr war sich zu fein, damit in den Raum reinzukommen. Ja, ja. Ist klar. Wenn ihr die Kessel in Gang bringen wollt, braucht ihr den Würfel, den ich gefunden habe. Hier, ich habe diesen Würfel für euch aufgehoben. Sollen wir dann mal weitermachen? Da so ein Meister raus, ey. Hier wieder nach oben und sehe nach, ob der Leseraum wieder Dampf hat. Falls ja, sollte es einfach sein, an das Buch zu kommen. Ebenerzrüstung, geil. War bräunig. Kleiner Lootraum. Das ist doch hier was, ey. Nee, nee. Ich glaube, da muss ich hier und da mal ein paar Folgen splitten. Da müsste ich dann einfach eigentlich hier noch dann wieder für die Woche erstmal haben. Wenn die Quest vorbei ist, meine ich. Hab ja Hunger. Eines Kinders. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens.